Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Martin Behet, LWL, BDA. In Kooperation mit dem LWL freuen wir uns sehr über den enormen Zuspruch, wie eigentlich jedes Mal in der diesjährigen Reihe oder auch über die Jahre. Ich freue mich extrem auf den heutigen Vortrag. Wir haben heute im Büro mal ein bisschen gesurft auf der Seite von Thomas Kröger nochmal. Und wir haben uns so gefragt, was sagt man wohl zu dieser Art von Architektur? Weil ich finde, dass sie verlangt eigentlich keine Erklärung. Das ist so mein Eindruck gewesen, wenn ich die Projekte sehe. Ich bin sicher, dass Thomas Kröger dennoch interessante und wichtige Dinge zu erzählen hat. Möglicherweise zum Thema Weiterbauen, was uns ja momentan neben der Baukultur und den schönen Dingen der Baukultur sozusagen ganz besonders auch interessiert, weil da gibt es einige beispielhafte Projekte. Alles Weitere zum Vortragenden wird jetzt Stefan Redfeld berichten. Ich wünsche uns allen einen sehr schönen und interessanten Vortrag. Auch von unserer Seite, LWL. Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur zusammen mit BDA Münster, Münsterland und natürlich mit Ihnen, dem Publikum. Wir sind wirklich total, also immer voller Freude, dass der Zuspruch über Jahre natürlich jetzt schon seit 2008 bei dieser Reihe so enorm ist. So enorm zwischen dem Jahresanfang und dem Frühlingsanfang liegen dann immer mindestens vier Vorträge und da ist so ein Vortrag, lohnender als der andere. Und wir haben ja schon mit Matthias Sauerbruch in diesem Jahr und auch mit Nicole Berganski zwei sehr schöne Architekturabende heute Abend hier im LWL-Museum für Kunst und Kultur erlebt. Auch heute Abend wird es sicher ganz besonders, denn wir haben einen besonderen Gast, Thomas Kröger aus Berlin. Gerade noch ein Kreuz in der Hauptstadt gemacht, heute Abend schon bei uns. Herzlich willkommen. Ich fange mal mit einer Leidenschaft an, die neben Ihnen sehr interessiert, neben der Architektur, das ist das Segeln. Und damit ist eigentlich schon ganz schön viel gesagt, nämlich die Offenheit, die man vermutlich, die er mitbringt in seiner Architektur, die Beweglichkeit, aber auch der Sinn für weite Horizonte, weite Blicke, das Entdecken von neuen Dingen. Imagination natürlich ganz wichtig und in der Tat, man kann sagen, er ist fast hineingesegelt vor etwa 10, 12 Jahren förmlich ins Rampenlicht der deutschen Architekturszene, nämlich mit kleinen Häusern in der Uckermark. Thomas Kröger fiel auf mit kleinen Bauten, Privathäusern, mit Wohnhäusern, Werksbauten, Ferienhäusern kann man sagen und das sind kleine Setzungen gewesen und ja, das Reisen, das Segeln, aber auch das Reisen sind Dinge, die sich fast manifestieren in Architektur. Neben dem Kontext des eigenen Ortes gilt es immer auch, Architekturgeschichte neu zu denken, sie weiterzuentwickeln. Kamine in venezianischen Palazzi, die Parkmöblierung der Tuilerien in Paris, der Brighton Pier in Südengland, russische Stabholzkirchen oder japanische Dachformen oder auch, wenn man von Berlin nach Münster fährt, die einfachen Scheunen aus Backstein in unserem breiten Grat, die haben es ihm angetan und man kann sagen, mit Thomas Krögers Architektur ist man immer wieder aufs Neue auch inspiriert. Und man reist förmlich mit um die ganze Welt. Die Arbeiten sind sehr bildhaft und zwei Dinge sind stets eingewoben, Emotionalität und Stimmung. Und so können wir uns, glaube ich, sehr freuen auf Projekte, die sehr reichhaltig sind, sehr sensibel im Umgang mit der Substanz, viel erzählen und gerade in Farben, in Proportionen, in Raumfolgen überraschen. Sein Werdegang, sein Fundament schuf er sich
Zunächst in Braunschweig, dann in Berlin und in London. In Kassel geboren, studierte Thomas Kröger zunächst in Braunschweig, wechselte dann nach London, um dort an der Bartlett School Architektur auch nochmal ganz anders zu erfahren. Mit 21 Jahren dann arbeitete er im Büro von Norman Foster für ein Jahr und kehrte dann zurück nach Berlin in diese aufgewühlte Hauptstadt der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, um an der Hochschule der Künste seinen Abschluss zu absolvieren. Prägende Professoren Alfred Grazioli und Adolf Krischanitz. Und man kann, glaube ich, diese poetischen Ansätze auch immer wieder sehen. Bei seiner Diplomarbeit bei diesen beiden Professoren stand ein weiterer Förderer förmlich im Raum, in der Jury Max Dudler, der ihn vom Fleck weg auch engagierte im Büro. Seine Diplomarbeit wurde mit dem Max-Taut-Preis ausgezeichnet. Und Max Dudler sagte gleich, du kannst bei mir weitermachen. Und so gab es ein paar Dudler-Jahre, die auch prägend waren, bis 2001 Thomas Kröger sich dann selbstständig machte mit einem Büro in Berlin. Ein Projekt lag damals schon auf dem Tisch, der Umbau des Wohnhauses von Hans Schwippert in Düsseldorf. Und das war einfach schon ein erstes Credo der 50er Jahre, Umgang mit Nachkriegsmoderne. Und so zog es ihn auch später an Hochschulen, um das zu vertiefen. Vor 10 Jahren an die Northeastern University in Boston, dann die Hochschule für Technik in Stuttgart, das waren jeweils Gastprofessuren. Ja, und seit 2019 ist er Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf in der Klasse für Baukunst. Eben jener Klasse, die auch Hans Schwippert nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat. Das Büro von Kröger, und ich denke, wir können sehr gespannt sein, zählt ohne Zweifel in der aktuellen Debatte zu den intelligentesten Umbaubüros in Deutschland. Seine Projekte wurden vielfach prämiert, Häuser des Jahres genannt. Und wir freuen uns auf seinen Vortrag, denn sein Profil hat er kurz zusammengefasst mit den drei sehr schönen Wörtern Kontext, Werkzeug und Archiv. Wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen, lieber Thomas Kröger. Ich sehe Sie gar nicht. Man ist so stark beleuchtet. Ich wollte Sie heute mit Bildern überrollen. Jetzt bin ich völlig überrollt von der Vielzahl der Zuhörer heute Abend. Vielen, vielen Dank. Jetzt würde ich direkt starten und muss das anbleiben, das Licht? Oder ich sehe wirklich nichts. Bitte? Okay. Es wurde eben schon so viel vorweggenommen, ich traue mich gar nicht mehr richtig zu starten, aber es wurde gesagt, Reisen spielen eine Rolle und ja, Reisen spielen eine Rolle. Und ich fange an mit einem Foto, das ich bestimmt jetzt schon vor 10 Jahren in Marokko auf dem Weg nach Kwazazat geschossen habe. Und ich bin da vorbeigefahren und musste dann anhalten und nochmal zurück, aber bestimmt erst 15 Minuten später, weil ich es erst gar nicht kapiert habe und war dann so berauscht von der Konfiguration dieser ganz einfachen Buden eines Rummels, wie sie zusammenstehen und dann auch noch diesen Wahnsinnshimmel dazu, keine Menschenseele weit und breit, bis auf eine Person, die so ein bisschen auf diese Fahrzeuge aufpasste und es war möglicherweise zu heiß, aber mich hat es doch sehr stark an Cheetah Ideale erinnert, an die Setzung und an das Thema der Stadt und das bei 40 Grad in der Hitze, in der Wüste. Aber von dort ausgehend würde ich Sie gerne einmal mitnehmen
was vielleicht so Gedanken sind, die sich wiederholen, die immer wieder vorkommen. Und Saverio Moratori spielt dort eine Rolle, weil wir ja immer noch mit dem Gedankengut groß geworden sind und das gelernt haben, dass die Moderne über allem schwebt. Und Moratori hatte sich erlaubt, diesen Ansatz der Moderne, die Stadt zu zerlegen in Arbeit, in Wohnen und Verlustieren, dass man das trennt. Und er hat gesagt, nein, er ist im Grunde nur an einem morphologischen Wachstum von Städten interessiert und hat Studien unternommen in Italien, Venedig, Florenz und Milano, wie man diesen morphologischen Ansatz des Wohnens und des städtischen Lebens weiterführen kann. Er hat nur 4 Häuser gebaut. Dieses hier in Bologna, was sein schönstes in meinen Augen Bauwerk ist. Und ansonsten hat er im Grunde die ganze italienische Avantgarde mit seiner Architekturtheorie geprägt. Nicht nur die italienische Avantgarde, sondern auch Ungers war geprägt. Wenn man seine City Metaphors und den Vortext liest, dann ist es eigentlich eine Kurzfassung von dem, was Moratori sehr ausführlich beschrieben hat, nämlich wie geht eine typomorphomologische Entwicklung und was sind diese Betrachtungsweisen, die uns und das städtische Lesen ausmachen. Meine sehr persönliche ist die, dass er doch am Ende eine Art Janusfigur in einem schwebt, nämlich die des fortschrittshörigen Architekten, der unbedingt immer wieder Neues probieren will, neue Technologien probieren will und damit auch gefordert ist, dies zu machen. Und gleichzeitig das Festhalten an eigentlich dieser Schönheit einfacher Materialien, dem besonderen Fügen von Dingen, die Handwerkskunst mit sich bringt und die fast in großem Widerspruch zu technischen Bestrebungen stehen, Dinge über den Haufen zu werfen. Hier beplakatiert einmal mit Tati in Playtime und natürlich James Bond mit seinem Film. Hier fehlt jetzt ein Tati-Bild, das überspringe ich. Wie mache ich das? Okay, da ist es. Und man sieht in Playtime immer reflektierend hier Tour Eiffel in dieser Glasfassade spiegelnd und damit eigentlich auch so ein romantischer Ansatz in diesen Filmen, die sich in einer technischen Welt rückbesinnt auf einfaches städtisches Miteinander. Ein zweiter für mich prägender Moment war, als ich glaube, ich war 9, als ich ein großer Asterix-Fan war und prägend der Seher, weil im Seher wird eine Utopie dargestellt, in der ich aber eigentlich nahezu groß geworden bin, nämlich das rechte Bild zeigt die städtische Entwicklung, die uns allgegenwärtig war und der Linke beschreibt eine Zukunft, die doch allzu romantisch eher den Vororten vorbehalten war. Und viel, viel später habe ich erst herausfinden können, dass diese linke Zeichnung tatsächlich das Haus war, das Uderzo sich für sich hat bauen lassen, genau zu der Zeit, als das rauskam. Also für ihn 2 Wirklichkeiten, die er hier abgebildet hat und keine Entscheidung. Dieses Doppelherz scheint auch in den Smithsons geschlagen zu haben, denn hier sieht man von 1956 The House of the Future, was nicht nur neue Technologien und Fertigungen von Wohnideen impliziert hat, sondern inklusive Mode, Kleidung, Frisur, eigentlich war alles schon wie bei Los einmal komplett erneuert und aufeinander abgestimmt. Zum selben Zeitpunkt haben sie aber ihr eigenes Haus gebaut, nämlich The Solar Pavilion in Upper Lawn. Und da sieht die Zukunft für die Smithsons wiederum ganz, ganz anders aus, nämlich sehr verwurzelt
sehr unmittelbar mit den Ressourcen, die vor Ort waren und einfachen Techniken und eigentlich diesem Bewusstsein verschiedener Generationen, nämlich Mies van der Rohe und die Eames, die die Smithsons sehr geprägt haben, wurde hier ein Heim geschaffen, das so ganz anders war als The House of the Future. Für mich auch prägend eigentlich der ländliche Umgang, und das ist das zweite Projekt von Team 4, das aus den Fosters und Rogers sich zusammensetzte und ein kleiner Retreat im Cornwall, direkt an einer Meeresbucht gelegen, um die Segelei zu betrachten und eigentlich nur die notwendigste Behausung abzubilden. Das ist eigentlich das, was ich dachte, was vielleicht die Urhütte ersetzen könnte als den notwendigsten Raum, den wir vielleicht für uns beanspruchen können. Doch dann kommt die Stadt und immer wieder lockt sie und will, dass mit ihr arbeitet. Und natürlich, wenn man diesen Renaissance-Gedanken der Città Ideale hat, steht Florenz ganz weit vorn. Und für mich in Florenz bildet Palazzo d'Avanzati, das ist eigentlich so der früheste Renaissance-Palast in Florenz, ganz hervorragend dieses Bild ab der organisierten Fassade und dem inneren Labyrinth des Händlertums, der verrückten Erschließung und den daraus resultierenden großartigen Räumen. Weit entfernt davon, aber trotzdem auch ein in gewisser Weise absurdes Projekt, sind zwei private Bauherren 2015, muss ich vorstellen, das ist letztes Jahr fertig geworden, aber 2015 an uns herangetreten und haben gesagt, ja, sie haben da so eine Parzelle am Prenzlauer Berg und die würden sie gerne bebauen. Der eine mit seiner Familie aus Düsseldorf kommt, der andere schon in Berlin lebend, aber die kannten sich seit Kindertagen. Und wir haben uns diese Parzelle angesehen und da war eine Autowerkstatt drauf. Und das Besondere an dieser Situation zwischen Mitte und Prenzlauer Berg gelegen, ich glaube, man kann auch pointen, hier, das war die Parzelle, war gegenüber ein Schuleingang mit einem Park. Das heißt, die Straße brach dort auf und das Gegenüber hatte eine ganz andere Plastizität als die ansonsten Jahrhundertwende-Fassaden. Dann haben wir angefangen zu planen und dann haben wir den Nachbarn um Unterfangung gebeten und dann kam der auf uns zu und sagte, Mensch, wenn ihr da jetzt bauen wollt, das ist ja meine letzte Chance, ich habe doch hier hinten auch noch Möglichkeiten, können wir uns nicht zusammentun. Und das war eigentlich so ein Win-Win, weil wir unseren Seitenflügel etwas länger machen konnten und der Nachbar konnte an der gemeinsamen Tiefgarage partizipieren und wir hatten dann die Fluchtwegsgeschichte geregelt und eigentlich war das sehr toll, weil man sich ja normalerweise als Nachbar immer streitet. Und dann haben wir angefangen, eine Fassade zu entwickeln, die vielleicht so eine gewisse Mächtigkeit hatte. Und das Bauamt war entsetzt, weil wir dürfen ja nur ein Drittel Balkone und nur ein Drittel Loggien. Und dann konnten wir das aber argumentieren über diese Plastizität der anderen Seite. Und am Ende sind die dann tatsächlich mitgegangen. Hier sieht man nochmal im Schnitt die Balkone, die sich 1,50 in die Straße schieben und dann pro Geschoss immer weiter zurückgehen, bis sie eigentlich nur noch reine Loggien sind. Und der Wunsch war, wie kann es anders sein? Der eine Bauherr wollte natürlich ganz oben wohnen und der andere direkt runter, weil er ja nicht immer in Berlin ist. Und er wollte gern, weil er ein Kunstsammler ist, die ganze Etage für sich haben. Also dieses Projekt war im Grunde von Anfang an dazu verdonnert, ein sehr aufwendiges zu werden, was die persönliche Grundfläche der Bewohner anbelangte. Die Idee war, diese ursprüngliche Parzelle zu 100% mit einer Tiefgarage zu unterbauen und trotzdem den Garten plastisch aufzuschütten. Das heißt, wir brauchten etwas mehr an Tragwerk. Und so ist so ein kleines Ensemble aus einem Vorderhaus mit Seitenflügel, einer Remise und eben diesem benachbarten, hinten liegenden Turmbau geworden. Die Grundrisse sehr recht bürgerlich. Man hat hier die Erschließung, es hat uns doch einiges gekostet, die Bauern zu überzeugen, dass wir
uns den Luxus eines Lichthofs erlauben konnten. Und dieser Lichthof sollte die in den unteren Etagen nicht durchgesteckten Wohnungen querlüftbar machen. Gespeist wird der Lichthof durch den Garten mit Frischluft, weil der ist an der Stelle offen und ist im Grunde wie ein großer Schlot, der die Luft ständig durch das Gebäude schickt. Man sieht hier eine sehr großzügige Wohnung mit einem Entree, mit einem Verteiler, Küche und Speise und Wohnraum. Und dann gibt es einen langen Korridor, der sich immer wieder aufweitet. Und der Korridor üblicherweise liegt ja immer an den Brandwänden, um große Zimmer zu generieren. Wir haben den Korridor in die Mitte gelegt und die Nebenflächen komplett flächig an die Wand und dann das Gegenüber immer so geöffnet, dass über Spiegel oder Fliegel oder Spielflächen sich die Zimmer aufweiten können. Und am Ende gibt es dann nochmal einen privaten Den mit einer Terrasse nach Westen oder einem Balkon nach Westen mit einer Feuerstelle. Die Baubilder überspringe ich, aber das hat unglaublich Spaß gemacht und der Lichthof war uns natürlich doch eigentlich das Besondere an dem Projekt und weil es auch nochmal so an diesen Davanzati erinnerte, dass sich Zimmer und Erschließungen vis-à-vis liegen und dass es neben der Wohnungseingangstür immer noch eine Kommunikation innerhalb des Hauses geben kann. Das Haus jetzt nach Fertigstellung mit einer Ziegelfassade und passenden Betonfertigteilen, die alle gesäuert sind und ineinander gefügt. Ein recht strenges Bild, das etwas das Tragwerk auf den Kopf stellt, weil flächenbündig die schlanken Fassadenelemente und so, je plastischer sie werden und die Fassade nach hinten sich öffnet, umso gewaltiger werden nach oben auch die Pfeiler. Und die Fenster wandeln von liegend zu stehend. Die Hoffassade mit dem rückstaffelnden Turm des Nachbarn, der Remisenanschluss, eigentlich genauso aufgebaut, aber als Pussfassade ausgeführt. Der Turm hier mit Guillotinefenstern belüftet, einzig die Balkonaustritte mit Vertikalverglasung. Die Erschließung komplett über die Brücken und der Erschließungsturm sitzt hier drin, inklusive Lift und Treppenhaus und bindet dann die Tiefgarage an, die auch den zweiten Fluchtweg dann darstellt. Ein Blick durch das Vorderhaus Richtung Remise, die in sich verschachtelt und kubisch ist, einen gedrückten Eingang aufnimmt und dann in recht großzügige, unterschiedlich hohe Räumlichkeiten bietet. Ich blätter immer durch, wenn ich zu schnell den Stopp rufen. Aber ich dachte, ich zeige ganz viele Fotos, dass man nur so einen Eindruck bekommt von der Qualität auch der Nebenräume. Zurückgeschaut Richtung Hauseingang, einmal der Blick in den Lichthof, der verspiegelt ist und fast nicht mehr lesbar, was auch dazu hilft, diese Intimität, weil immer zwei Räume vis-à-vis liegen, so aufzusplitten, dass man überhaupt nicht mehr weiß, ist das jetzt eine oder fünf Personen, die auf der gegenüberliegenden Seite laufen. Er pumpt förmlich das Licht nach unten bis in das Erdgeschoss, wo nochmal eine Gewerbeeinheit dran sitzt und die ist unten bepflanzt, dieser Hof und diese Fläche ist wirklich erstaunlich hell über diesen 4x4 Meter Hof. Die Treppensituation, und ich führe sie jetzt durch drei Wohnungen, die ich vielleicht gar nicht viel sage, ich gehe da einfach einmal durch. Das ist die Wohnung im vierten OG mit den Lodgen, mit besonders großen Wohnräumen. Diese Wohneinheit ist zweigeschossig und ist die größte Wohnung im Haus und verfügt über entsprechend große Räume. Links sieht man den Anschluss wieder an den Lichthof, wo die Küche untergebracht ist. Und das ist jetzt ein Geschoss tiefer, wo die privaten Räume sind, die Kinderzimmer, Sporträume, auch am Lichthof, die Bäder. Und
am Ende war das sozusagen eine Form, wo wir den kompletten Ausbau in diesem Haus für fast alle Wohnungen begleitet haben und mit entsprechend vielen Gewerken zu tun hatten. Eine weitere Wohnung, die eine ganz andere Atmosphäre hat, viel freier agiert und hier nur zwei Fotos. Dann noch das Penthouse. Hier hatte der Bauherr sich gewünscht, dass er unbedingt in Stahlbeton leben möchte. Und wir haben einen Weg gefunden, keine Sichtbetonqualität, sondern im Grunde so eine verwaschene, speckigere Sichtbetonqualität zu erschließen und dann einen steinernen Boden dazu zu wählen. Hier die Feuerstelle, Blicke durch die Wohnung, Speisen und eigentlich geht alles nur um diesen Lichthof. Eine Arbeitsnische durch eine Trennwand isoliert, die Küche, die dann auf die Dachterrasse geht, auch mal der Lichthof und dann geht es nach unten. Und da finden sich auch ein Sportraum, Bäder, Saunen. Und es gibt auch eine Erdgeschosswohnung als Maisonette, die wir hier nochmal zeigen. Das ist Erdgeschoss und erstes OG mit einer ganz anderen Heiterkeit und Helligkeit. Und wieder, man sieht hier im ersten OG die Kraft dieses Lichtes. Muss man sich jetzt bei dem, was unsere Anforderungen sind, heute 2023 fast schon etwas genieren, dass man da so in die Vollen gegangen ist. Deswegen schnell zurück aufs Land. Hier haben wir in Ostfriesland in der Nähe von Leer für ein 32-jähriges Lehrer-Ehepaar ein Haus gebaut auf dem Grundstück der Großmutter. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben das dreimal abgesagt, dieses Projekt, weil ich große Sorge hatte, dass wir dieses Lehrer-Ehepaar ruinieren. Und die haben aber die Stange gehalten und haben dann am Ende sich breitschlagen lassen, dass sie auch die Bauleitung machen müssen. Weil die haben ja ein bisschen mehr Zeit gehabt, haben sie gesagt. Und sie waren auch für die Kosten verantwortlich. Und weil er Mathe-Physik unterrichtet hat, habe ich ihm das auch zugetraut, dass er das hinkriegt. Und mein Wunsch war beim ersten Besuch, dass ich ein Gulfhaus sehen darf und dass wir uns das zusammen anschauen. Und da hat er gesagt, ui, ja, das, da gibt es, glaube ich, ein Museum, da fahren wir hin und das gucken wir uns an. So haben wir das auch gemacht, aber auf dem Weg zum Museum sind wir an Hunderten von Gulfhäusern vorbeigekommen. Und diese Typologie des Eindachhofes gibt es in kleinen, riesigen, sehr imposanten Formaten, aber auch fast in Taschenformaten. Ein solches Taschenformat war das Ziel, eine Übersetzung zu finden, weil hier sozusagen kritischer Regionalismus gefragt war. Zumindest war das ein Thema, über das wir sehr viel gesprochen haben. Wie schafft man eigentlich eine Annäherung und wie kann man auf dem Land bauen, ohne dass das Bauwerk selbst zu sehr in den Vordergrund rutscht? Die haben sich ziemlich weit nach vorne gelegt, dort mitzumachen, weil alle Freunde gesagt haben, das ist ja völlig bekloppt, so sieht kein Wohnhaus aus, weil wir dieses Haus einmal so auseinandergenommen haben, dass wir einen offenen Wohnbereich haben, der dann auch über alle drei Stockwerke offen war. In der Mitte sind die Kinder positioniert mit dem Bad und ganz oben die Eltern. Dann, weil das Grundstück so schön war und hier vorne der Deich, wollten wir gerne durch das Haus durchschauen können. Und es sollte ein eingestelltes Möbel geben, das den Kindern fast so eine Art fliegenden Teppich in den Wohnraum garantieren sollte. Und dann alles kompakt unter einem Dach, nur mit einem einzigen Tragwerk, das wir etwas überhöht haben, nämlich als 40 auf 40 Stahlbetongebälk. Ich blätter einmal durch, so ist es nach Fertigstellung. Wir haben uns einen sehr besonderen Verband ausgedacht.
den man eigentlich nur an den Ortgängen vorfindet als Schmuckverband. Und es gab eine sehr schöne Geschichte, weil der Bauunternehmer gesagt hat, auf gar keinen Fall mache ich das mit, geht gar nicht. Und dann hat er uns eine, habe ich gesagt, ja, verstehe ich, dass er das nicht hinkriegt. Das ist ja auch schon jetzt eine andere Generation. Und dann hat er gesagt, was? Das kann ich dir schon zeigen. Ja, also das bauen wir dir. Und dann hat er mir eine Musterwand gebaut, 5 auf 2 Meter und voller Stolz. Und das war sensationell. Und hat er gesagt, ja, aber jetzt siehst du mal, wie viel Zeit ich gebraucht habe. Und dann habe ich gesagt, wow, du kannst es ja doch. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und dann waren alle so begeistert, inklusive vor allen Dingen dem Bauunternehmer, der plötzlich so begeistert war, dass wir dann mit dem Ziegelwerk gesprochen haben und haben einen Deal mit denen gemacht, weil das ja lokal ist, haben sich dann ein bisschen unterstützt und so haben wir es dann doch wieder hingekriegt und wir durften diese Fassade bekommen. Das, was wir an das Ziegelwerk gegeben haben, war eigentlich diese industrielle Dachschindel, weil wir gerne wollten, dass die Farbigkeit von Wand und Schindel eins wird. Und danach haben wir den Brand gemacht und haben sozusagen so leichte Abweichungen in verschiedenen Mischungen gelegt. Ja, das ist das Haus heute. Und jetzt gehen wir mal rein. Und wenn man sich das anschaut, dann ist man natürlich ganz schnell vielleicht als weit entfernt und ein großer Held. Bei Shinohara, Katsuo Shinohara mit seinen überdimensionierten Konstruktionen und Raumgebilden. Und irgendwie war das so ein Traum, das als Vorlage von den Gulfhäusern in Holz einmal zu übersetzen. Und ja. Und da, wo früher die Kühe sozusagen in der Gülle etwas tiefer standen, da sitzt man heute und arbeitet an dem langen Arbeitstisch mit dem Sofa und kann von dort einfach über das Feld schauen. Das ist der Spielbereich, dieser fliegende Teppich, den der Bauherr selbst gebaut hat. Der hat auch die Dielen alle selbst verlegt und es war... Hat unglaublich viel Spaß gemacht, so in einem engen Verbund mit den Bauherren zusammen dieses Haus zu erstellen. Und wir haben aus Berlin über Kamera Bauleitungen gemacht und waren überhaupt nur, ich glaube, 5-mal vor Ort. Und das waren tolle Bauherren. Das ist der private Bereich oben im Schlafen. Das Geländer auch aus dem Segelsport als verspannte Wand. Und was noch fehlt am Haus, das ist die Mauer, die soll jetzt in diesem Jahr gestartet werden. Die Ansätze sind schon vorhanden, der Ziegel ist auch eingelagert. Und da haben wir gewartet, weil es nach Fertigstellung eine Abrissverfügung gab für das Haus von der Gemeinde. Weil es einen Disput gab zwischen dem Vater des Bauherrn und dem Bürgermeister. Da waren sich die Parteien sozusagen diametral entgegengesetzt und die hatten, glaube ich, was auszufechten. Und ich hoffe, dass wir es nicht abreißen müssen. Man hat jetzt eine 20-jährige Wohnfrist eingeräumt und ich finde es so absurd. Der Bürgermeister behauptet, er hätte hinterm Deich gelegen und notiert, ob man vorher wirklich in dem Haus gewohnt hätte, weil man, das war so ein Deal, den man mit der Bauaufsicht hatte, man müsse in dem Bestand wohnen, damit man dann den Bestand ersetzen kann. Ja, das ist Ostfriesland. Womit wir überhaupt wahrgenommen wurden, es wurde ja eben schon gesagt, es war auch auf dem Land, nämlich in der Uckermark, nordöstlich von Berlin. Und da haben wir jetzt einige Projekte gemacht und ich würde ganz schnell einmal durchgehen. Ich bin nach wie vor völlig beseelt und gefesselt von der Schönheit dieses kargen Landstrichs, dieser Endmoränenlandschaft, die, glaube ich, der am dünnsten besiedelte Teil in Deutschland ist.
und einen gewissen ruppigen Charme mit sich bringt. Unser erstes Haus, das ist die Bauherren, er ist ein ehemaliger Bauleiter von uns und er hat gesagt, jetzt drehen wir den Spieß mal um und wir haben eine Frage an dich. Wir haben ja dieses Grundstück gekauft, das liegt am Ende einer Ortschaft und in dieser Straße, ich blätter nochmal zurück, sind eigentlich nur Siedlerhäuser, die giebelständig, hier ist das letzte, zur Straße stehen und da ist so ein kleiner Soll. Und was können wir damit eigentlich machen? Und auf der anderen Seite der Straße lag eine Auenlandschaft mit so einer Pappelallee, die einen Bach säumte. Und ich war zuvor in China und dann hatte ich von Jörn Utzon noch diese Skizze im Kopf, wo es nur um Sockel und Dach geht. Und eigentlich war das schon der Entwurf für das Haus, wo ich dachte, genau, wir machen einen an den Flanken offenen Raum, der nur durch das Dach geschützt ist. Und wir machen es innen schwarz. Und dann ist die Bauherrin doch sehr böse geworden und hat gesagt, das machen wir nicht. Und dann hat es ein Jahr gedauert mit Wachstum des Hauses und irgendwann hat sie gesagt, das machen wir jetzt doch. Und ja, die Idee ist hier, dass man relativ tief sitzt, sagen mit dem Gesicht an der Grasnarbe, vis-à-vis ist die Feuerstelle und dann geht es 3 Stufen hoch und dann ist so der Speiseraum mit der anschließenden Küche. Und die hatten sich gewünscht, ein Haus mit ganz vielen Zimmern, weil sie immer Freunde da haben und Familie. Und das ist tatsächlich so. Aber bekommen haben sie ein Haus mit eigentlich nur einem großen Raum. Und die Schlafsituation mit Schrank sind eigentlich fast so wie auf Schiffen Kabinen als Alkoven. Und man kann über Schiebetüren jeweils seine Einheit schließen. Das sind so 2 Einheiten hier unten. Und dann führt die Treppe nochmal in 2 Dachzimmer für die Kinder, sodass insgesamt 12 Personen im Haus schlafen können. Und am Ende des Hauses gibt es einen Arbeitsraum, der wieder bis in den First offen ist, so wie auch der Anfang hier mit der Feuerstelle. Und ganz am Ende ist der Schuppen, um dort das Gartengerät unterzubringen. Ja, hier die Schnitte zu den Räumen. Die Kinderzimmer sind wie so Zelte. Die Konstruktion als Holzstielkonstruktion. Und das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Und wir haben damals noch einen Fensterbauer gehabt, mit dem wir selber Fensterdetails machen konnten, weil die waren eben noch nicht EU-zertifiziert, diese Fenster. Und wir konnten schaffen, dass wir stielbündig die Fenster aufsetzen konnten. Und damit die uns nicht mit dem starken Wind wegfliegen, sind unten Ölpumpen eingebaut, dass die sozusagen dann sukzessive zugehen und niemanden erschlagen. Das ist die Feuerstätte mit dem Sofa davor und der Blick in die Landschaft, der eigentlich zu jeder Landschaft, zu jeder Jahreszeit wunderschön ist, auch wenn es nur draußen regnet. Und hier rechts im Bild ist Valentine, die hat gerade ihr Architekturstudium in Weimar begonnen. Und, also es sind die 10 Jahre, die dazwischen liegen. Ein Haus für einen Tischler ist im Nachbarort parallel entstanden. Auch hier guckt man eigentlich nur auf so wogende Felder und das handelte sich um einen Umbau, war ursprünglich für eine Schlosserwerkstatt und Ausbildungsstätte für Schlosser gedacht. So sah es aus, jetzt aber mit dem Wunsch, dort Vollholzmöbel herzustellen. Und Gerhard Schütze ist Sohn eines Heidelberger Instrumentenbauers und hat ein Wahnsinnskenntnis über Holz und deswegen eigentlich auch so eine Feinheit und Kultiviertheit in sich, die eine Übersetzung forderte von dem Bestand. Das war eine erste Idee, dass wir versuchen, eine Hülle um das Ganze zu legen und die Werkstatt in dem linken, höheren Teil unterzubringen mit einem Lackierraum, mit dem Werkbankraum, hier Zuschnitt und dann gibt es noch die Absauganlage und ein Furnierlager.
der Zugang über eine außenliegende Loggia, dann ein Raum für die Belegschaft und den Bauherrn zum Speisen und Umkleiden mit einem WC. Und dann sollte es eine Einheit geben, die noch eine zweite Unterkunft sein sollte für eine Person, die sich irgendwie um das Haus kümmert, kocht mittags und wie so eine Zugeperson. Und dann war hier der Showroom gedacht, der gleichzeitig auch Wohnraum sein sollte mit einer Küche und einer besonderen Dusche. Und dann geht es hier hoch und oben sind nochmal zwei Zimmer inklusive Bad für seine Schlafräume. Hier ein Schnitt durch diese Duschsituation, die schwarz gefliest ist und man geht erst zwei Tritte hoch, um dann wieder runter zu gehen. Und wir haben eigentlich nur eine Sache bekommen, ein Foto von einer vulkanischen Insel, das er gemacht hat, als er unter einem Wasserfall stand und sagte, das möchte bitte meine Dusche sein. Und ansonsten hat er sich gewünscht, dass der Raum so ein bisschen, dass man sich fühlt, als würde man am Waldrand stehen und aus dem Wald aufs Feld schauen. Und wir haben das in Nagelbinder übersetzt und zuerst die Werkstatt dicht gemacht, den Mittelteil abgebrochen. Das kann ich noch mal ganz kurz zeigen. Der Mittelteil hier, den haben wir ersetzt, während wir vorne und hinten behalten haben. Und die Idee ist, dass man hier eine konventionelle Zimmermannskonstruktion vorarbeitet und dann die Nagelbinder, die einzig sichtbare Konstruktion ist, die haben wir selbst mit dem Gerhard in so einer Schablone vorgefertigt und die ist dann, nachdem der Zimmermannsbau stand, eingesetzt worden. Ah ja, hier sieht man die Schablone, die vorgefertigt ist und dann sieht man hier, wie wir die zwischengelagert haben als Nagelbinder. Dann ist die Zimmermannskonstruktion erstellt worden und am Ende sind dann einfach nur die Binder hier oben in dem Knotenpunkt eingehangen. Das ist daraus geworden, das ist der Wohnraum der Zugefrau, die er erstmal selbst bewohnt hat, bis der Rest fertig wurde, der Korridor außen, der dann in den Gemeinschaftsraum führt und von dort geht es weiter in den Showroom mit einer Feuerstelle und hier sieht man die Stufen dann, die in die Dusche gehen. Und nochmal ein Bild von außen mit perforierten Blechen, die sowohl die Sonne abhalten als auch zu einer Verschattung beitragen. Und im Winter übrigens kam ein Anruf, dass jetzt alle seit 10 Minuten und er werde den Arbeitsausfall mir in Rechnung stellen vor diesen Toren stehen, weil das gefrorene Wasser im Licht sich in seine Spektralfarben zerlegt und wunderbar glitzern würde wie ein großer Lüster. Und es war auch schön. Das ist die Verschalung der Nachbarscheune. Auch hier waren Siedlerhäuser untergebracht und diese unbesäumte Schalung fand ich extrem schön. Dachte, dass wir die auch einsetzen an unseren Breitseiten, sodass wir hier ganz diesen Viertelmillimeter Blech rangezogen haben und der Zimmermann hat hier eine super Arbeit reingesägt. Ja, vielleicht in diesem Zuge noch ein Projekt, wiederum zwei Dörfer weiter in Fergitz, was am Oberuckersee liegt, ist ein Umbau einer Scheune. Und die hatte eine Wiederholungstäterin erworben, die schon Bauherrin bei uns war und dann auch aufs Land wollte. Und wir haben uns das angeguckt und ich habe gesagt, bitte nicht. Weil das war ein Kuhstall vorher und in Kuhställen ist es so, dass wenn die lange bewirtschaftet sind, so viel Ungeziefer und Insekten in das Holz gehen, dass das Holz enormen Schaden genommen hat. Und wir haben dann als erstes, sie hat es dann natürlich doch gekauft
Und dann, es war auch noch sehr günstig alles in der Uckermark, und dann haben wir gesagt, okay, aber ohne Holzschutzgutachter machen wir nichts. Und der kam und meinte, 40% muss ausgetauscht werden, und wir sind dann mit 75% fertig geworden des Austausches. Hat alles ewig gedauert, aber was man sehr schön sieht, sind hier noch die Kappen der alten Kuhstallöffnungen, die mittlerweile aber schon überformt waren. Hier hinten sieht man noch die Lüftungsschlitze vom Heuboden, die auch schon ersetzt waren durch andersartige Fenster. Und was macht man jetzt mit der Bude? Wir haben erstmal alles rausgeräumt und dann über eine Woche lang das Haus immer wieder erhitzt, künstlich, um möglichst die Larven und oder in dem Holz eingelagerten Larven und Ungeziefer zu töten, also, rauszubekommen. Und sind dann sukzessive vorgegangen, haben die untere Wand geöffnet zum Garten, dafür durch die alten Holzlüftungsschlitze eine Zwischenkonstruktion gestellt, Schalungen gesetzt für Rundbögen, und das eigentlich recht ungewöhnlich, zum privaten Grundstück geöffnet, die Lüftungsschlitze wieder zum Teil hergestellt, dann auch andere Öffnungen dazugesetzt, wie ehemals war hier so ein Taubenschlag, und haben vorgeschlagen, dass wir doch 60% kalt lassen im Haus, weil das einfach zu viel Fläche wäre, um das zu beheizen, und haben die ganzen Wohnanlagen an den Rand geschoben, die auch teilunterkellert waren, also waren die auch noch hochgehoben, es musste Treppen geben, und es gibt noch eine Einliegerwohnung, die auch über so eine kleine Treppe zugeschaltet werden kann. Dann haben wir eingebaut eine riesige Feuerstelle, in die man sich auch reinsetzen kann, für bei kalten Nächten. Und das ist eigentlich der Haupteingang an einer Fassade, an der wir zum Ort hin eigentlich nichts gemacht haben, weil wir vermeiden wollten, dass es so eine Berliner Wunderkiste wird in der Uckermark, und haben die eher zurückhaltend behandelt. Hier links außerhalb des Bildes wäre der Haupteingang, kommt hier rein, und da ja alles so lang gedauert hat, konnten wir Holz vorbestellen, haben das auf dem Grundstück ausgelegt, dass das eine gewisse Vorbewitterung bekommen hat, damit diese Lärchenschalung nicht sozusagen zu frisch oder zu blond vernagelt wurde. Dann haben wir den Abriss genutzt von den neuen Öffnungen, die hier entstanden sind, um damit den Boden auszulegen. Wir haben ein Ziegelwerk dort und haben dann partiell auch die Feldsteine, die in der Gründung waren, auch mit in den Boden verlegt. Hier sieht man die Steine. Dann die dreiteilige Treppe, die in den Hauptwohnraum geht. Und da das Haus sehr tief ist und nur sehr kleine Fenster hat, haben wir mit einem Trick wie so eine umgedrehte Futterkrippe die Oberlichter verdeckt, und da ist drunter der Speiseplatz und anliegend die Küche und der Sitzbereich. Grundsätzlich die Materialität kommt einzig aus dem Bestand, bis auf einen Stahlbetonsturz beim Kamin als Übersetzung zum Mauerwerk, und die Böden sind aus brandenburgischen Dielen geschnitten, und die Bäder sind mit so einer Art hexagonalen Pennyfliese ausgefertigt. Wir hatten früher bei uns im Ort, gab es so Milchflaschen mit blauen Blumen drauf, und irgendwie war die Idee, dass man das vielleicht noch mal besonders heiter und ländlich hinbekommen. Der Schnitt zeigt noch mal hier die Einliegerwohnung, dann Treppe runter, hier der offene Bereich, und dann ist hier Wohnraum und oben nur in den Flanken jeweils auch warme Teile für Schlafräume. Der Gästebereich.
Blick von außen. Und das ist der Blick vom Dorf, wo wir auch das alte Tor drin gelassen haben. Einzig die Fassade haben wir auch wieder mit kleineren Formaten besetzt und versucht, so ein bisschen in Form zurückzuführen. So, hier gehe ich jetzt ganz schnell durch. Das ist ein viertes Projekt, auch wieder in demselben Dorf, wo das Schwarze Haus entstanden ist. Diesmal ein recht großzügiges Grundstück mit einer Gewächshausanlage, wo wohl für die SED die Nelken gezüchtet werden sein sollten, so das Geflüster. Und was macht man mit so einem Grundstück, das ursprünglich ein Parkgrundstück war, zu einem hier in der Ecke liegenden Gutshaus gehörend, aber dann getrennt worden war und als Einzelstück verkauft wurde, hier eine Kirschplantage und dann der Pinower See. Und weil das Grundstück wirklich so bezaubert und wunderschön war mit einem, hier muss ich nochmal zurück, hier ist nämlich ein Feuchtwald, in dem es blaue Libellen gibt und zwar irgendwie alles so verzaubernd, dass wir gerne ein Pavillon bauen wollten als Wohnhaus. Ein Pavillon, der eine Eingangssituation hat, einen zentralen Raum mit zwei Blicken, nämlich einmal in die Kirschplantage, einmal zum See und zwei Kinderzimmern, die das flankieren und fast nicht zu sehen sind, noch eine Feuerstelle und ein Sofa, das in beide Richtungen gucken kann und eine Küche, die das Speisen bedient und am Ende noch ein WC. Die Eltern verschwinden versteckt über eine Stiege nach oben und da gibt es ein Schlafzimmer und weil die Nächte so wirklich pechschwarz sind, hat man sich gewünscht, aus dem Bett über das Oberlicht in die Sterne gucken zu können. Also sehr romantisch alles. Und dann haben wir das Ganze aus einem Holzfertigteil Modul entwickelt und vorfertigen lassen. Und als Wandtafelelemente haben die mit Lehmstein ausgefacht, dass wir Masse im Haus hatten. Und dann gab es eine blecherne Behutung. Und das ist es nach Fertigstellung. Der Blick in die Kirschplantage, dem Sofa und der Feuerstelle. Die Eingangssituation mit einem schwarzen, glänzenden Einbauschrank, der die Treppe nach oben versteckt. Die Kuppel von dem oberen Zimmer und die Nebenräume sind alle knallbunt. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, das ganze Haus wird innen ganz bunt, aber es ist jetzt erstmal weiß, aber die Nebenräume sind doch recht knallig. Und dann gibt es die Außenfassade, die eher wie Bootshäuser in einer Holzbauweise sind. Und dann haben wir die weiß lackierten Holzstreben hier in Alu übersetzt und auch vor die Fenster gezogen, sodass man die sind klappbar, aber dass man die Fenster aus der Distanz in den Seiten gar nicht wahrnimmt, sondern man hat immer nur die großen Öffnungen als Eingang und zum See. Okay, das ist aber jetzt das Letzte in der Uckermark. Das ist ein Bauernhaus, was auch seine Gründung hat, ich glaube 1840. Und dann ist es nach dem Krieg nochmal 1848 erweitert worden. Man hat es um einen Meter in Richtung Straße gerückt und auch noch breiter gemacht. Und bei diesem Erweitern ist der Stallteil im Osten angesiedelt worden und man hat dort nicht mehr gegründet. Und die Überlegung war, dieses Bauernhaus umzubauen und den Umbau so zu gestalten. Hier ungefähr ist die Trennlinie von Stall zu Wohnteil. Und wir haben versucht, den ebenerdigen Stalleingang jetzt zu nutzen in ein Entree, wo es ein Gegenüber gibt von einem Garderobenraum mit einer kleinen Neugierde und dann läuft man eigentlich fünf Stufen in das Licht
Und dann öffnet sich der Raum großzügig bis unters Dach. Und am Ende gibt es nochmal einen kleineren Raum Richtung Obstgarten. Und es gibt zwei Stiegen, die jeweils im Osten und im Westen in ein Dachzimmer gehen. Und der Blick dazwischen, ähnlich wie im Schwarzen Haus, durchlaufend. Und weil die Stimmung in dem Haus so enorm gedrückt war und aber die wenigen Öffnungen, die es gab, unglaublich frei in die Landschaft gingen, war eigentlich die Überlegung, das Haus auch sehr dunkel zu gestalten, so dass das und erdig zu halten, sodass möglichst die Natur die Wahrnehmung dominiert. Ach so, hier kann man das nochmal sehen. Das ist die Unterkellerung. Hier war Trennung zum Stall. Da stehen heute so Stützen. Und das hat uns gestattet, hier drei Niveaus zu machen, nämlich die am Eingang erdgeschossig, dann leicht erhöht diese Kaminsituation, die ein Sitzen auf dem Sofa in beide Richtungen ermöglicht. Und dann die vorgegebene durch den Keller. Ja, das gucken wir uns gleich in echt an. So mal der spartanische Zugang. Das ist der Blick nach hinten raus. Und da gibt es verschiedene Sölle, die einzeln in diesem Acker liegen. Und der Bauer, der mir das damals alles gezeigt hat, der hatte dann zwischenzeitlich ein Angebot gemacht, als wir anfingen zu bauen. Das hat Mensch, ich muss doch sowieso was nachweisen für die Bienen. Was haltet ihr denn davon? Ihr kriegt jetzt eine Streublütenwiese für Insekten. Und das war natürlich nochmal ein besonderes Geschenk, dass es jetzt hinter dem Haus einfach so weitergeht. Hier liegt es von dem Obstgarten der Straße aus betrachtet, gibt es einen kleinen Senkgarten, der wie so ein wilder Bauerngarten gehalten wird. Dann gibt es den Eingang der Diele mit einem hexagonalen Muster, das dann einmal die Treppen hochwandert. Und dann kommt man in diesen Wohnraum mit der Feuerstelle und dem Blick eigentlich hauptsächlich raus in diese derbe Natur. Und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es eben den Blick in diesen kleinen, wilden Bauerngarten. Dann die Aufgänge in das obere Schlafzimmer, die Küche und dann hier der Weg Richtung Obstgarten. Blick zurück und da ist der Obstgarten angebunden. Geht eine Stiege nach oben und dann sind die beiden Schlafzimmer eigentlich identisch, nur dass in dem einen Raum, weil er etwas niedriger ist, nur ein Bett ist, jeweils dann auch mit einem kleinen Bad und der zweite Raum hat zwei Betten. Ich hoffe, ich bin noch nicht so viel. Ist es noch auszuhalten? Ja. Dann würde ich gerne einmal in den Schwarzwald verschwinden mit Ihnen. Und zwar haben wir dort einen Schulwettbewerb gewonnen vor 4 Jahren. Und es ging um die Schule des Osterhofes. Und der Osterhof ist eine Institution, die es seit 50 Jahren gibt. Und es ist wie eine Endstation für Kinder, die ein auffälliges Verhaltensmuster haben, aggressiv sind und möglicherweise aus sehr schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, beide Eltern drogenabhängig oder Alkoholiker oder Gewalt in dritter und zweiter Generation, also lange Geschichten haben. Diese Kinder sind dort für 3 Jahre untergebracht und das Verhältnis ist 50 Kinder zu 50 Betreuern, also ein sehr intensives Verhältnis. Und wir haben dort einige Zeit verbracht, um das auch zu verstehen, wie das funktioniert, aber erst nachdem wir den Wettbewerb gewonnen haben. Und es war sehr beeindruckend, dass einzelne Kinder seit 2 Jahren dort sind, aber noch nie ein Wort mit ihrem Betreuer gewechselt haben. Und
ansonsten ist es wahnsinnig laut. Und wie schafft man das eigentlich, den Kindern einen Schulbau zu vermitteln, der Lust machen soll? Das war eigentlich so ein bisschen die Aufgabe. Und wir haben uns intensiv wiederum mit dieser Eindachtypologie der Bauernhäuser auseinandergesetzt, ihrer besonderen Dachform, und dann geguckt, wie kriegen wir da was für die Schule übersetzt, das vielleicht so eine Bezauberung schafft. Entschuldigung. Wir haben hier ein Bestandsgebäude und ursprünglich hier eine Mühle zu stehen gehabt. Und wir haben überlegt, was ist mit der Mühle noch zu machen? Können wir die retten? Geht das nicht? Das war Teil der Aufgabe des Wettbewerbs. Und wir haben uns am Ende nach der Begehung dagegen entschieden und haben gesagt, das ist fast nicht zu machen, auch nicht mit dem Raumbedarf, den wir haben, und haben uns für einen Neubau entschieden. Und diesen Neubau haben wir in zwei Gebäude zerlegt, sodass wie ein kleiner Hof entsteht zwischen diesen Gebäuden. Und das war die Darstellung, die wir zum Wettbewerb abgegeben hatten, mit der Idee, dass wir ein monochromes Haus in einer grünlichen Farbe über das Dach, über das Holz, in alle Innenräume rausbringen, um so eine Ruhe zu finden. Und das ist ein Grün, das eigentlich an den Baumrinden zu finden ist. Sollte einen großen Gemeinschaftsraum geben, der zentral liegt. Und ansonsten gibt es 6 Klassenräume, die jeweils hier an den Ecken, beziehungsweise 2 zentral, und allen Räumen musste noch ein Rückzugsraum zugeordnet werden. Und dann liegen hier die Nassräume, beziehungsweise auch noch ein Lift. Und eine Etage darüber sind die Lehrerräume und musischen Räume untergebracht, und aber auch ein Werkraum und ein naturwissenschaftlicher Raum. In dem benachbarten Gebäude sind Veranstaltungen möglich, aber auch Lagerflächen und Haustechnik und der Hausmeister. Der Bestand war erstmal nicht zu betrachten und soll jetzt als Wohnbau für Lehrer nachgerüstet werden. Die Schule ist jetzt bezogen und ich habe noch keine Fotos, weil wir die erst jetzt machen, aber wir haben sozusagen baustellenbegleitende Fotos. Es ist maßgeblich ein Holzbau mit einem ortsansässigen Zimmermann zur Ausführung gekommen, was uns besonders gefreut hat, dass es auch noch mal lokal verankert war, das Projekt, und man eine sehr direkte Abstimmung durchführen konnte. Die Klassenräume, auch wieder mit ihrer Öffnung in den angrenzenden Naturraum, der Werkraum im ersten OG. Und hier sieht man schon, wie die Dächer anfangen gedeckt zu werden und wie die zueinander stehen und auch mit dem Bestand so ein Dreierbild aufmachen. Aus der Distanz. Und das ist eigentlich unser Wettbewerbsbild gewesen. Was es nicht mehr gibt, ist der leichte Schwung. Das ist also der Rationalität und auch den Kosten zum Opfer gefallen. Aber auch gerade geht es. Und jetzt würden wir nochmal, die Innenräume fehlen noch bebildert. Das würden wir jetzt nachholen, wenn die Kinder da rumsausen. Einen weiteren Wettbewerb, der aber nicht zur Ausführung gekommen ist, da haben wir nur den zweiten Platz gemacht, ist in Wedel, das ist an dieser Stelle, und der Auftrag war, ist ein privater oder genossenschaftlicher Bauherr gewesen, der eine bestehende Siedlung, das sind hier diese linienförmigen Gebäude, nachverdichten wollte. Und unser Vorschlag war, dies mit 4 punktförmigen Türmen zu machen, weil der Baugrund so extrem schön war. Es gibt hier einen Eichenhain, den wir nicht anfassen wollten und der eigentlich auch das Herz dieser
gemeinschaftlichen und umgebenden Bebauung ist. Hier sieht man unsere vier Türme, die wir dort eingesetzt haben. Und das ist der Eichenhain. Und hier sind die Bestandsbauten außenrum gelegt. Wir haben die Häuser so platziert, dass die Abstandflächen im Grunde bestmöglich sowohl dem Bestand als auch dem eigenen Fußabdrucke Schuldigkeit tun. Und warum dreieckig und warum überhaupt der Wahnsinn? Weil das, dachten wir, uns die geringsten Ansichtflächen gibt, weil, wenn man durch den Park geht, die Häuser sich immer wieder mit ihren Fassaden verjüngen, verbreitern und wir auch eine Lust hatten, dann die Grundrisse dafür zu entwickeln. Das Ganze als Skelettbau gedacht, mit vorgehangenen Fassaden, teils in Holz, dann aber mit auskragenden Stahlbalkonen und Kern und Sockel in Stahlbeton. Wir haben keine Keller zur Ausführung kommen lassen, dafür ein Dach. Und in dem Dach sind alle Kellerräume untergebracht und Stauräume. Alle Bäder auch an den Außenfassaden, weil es förderfähiger Wohnungsbau sein sollte. Und noch einmal in die, das waren die Visualisierungen, der Eingang mit der Treppensituation. Es gibt drei Füße. Dem anderen sind Kinderwegen und dem vierten ist Elektrotechnik. Hier sieht man es nochmal, das ist der Stauraum, Elektro und Erschließung. Und dann kann man Fahrräder in zwei Teilen unterstellen und hier ist der Haupteingang. Und im Dach sind die Stauflächen, um den Nachweis für die Wohnungen zu erweisen. Plus wir haben in jeder Ecke Wohnräume, die eine entsprechende Dachhöhe dann an der Stelle einnehmen. Es gibt maximal drei Wohnungen pro Etage, die immer ihren Wohnraum an der Spitze haben und damit die Balkone am weitesten voneinander entfernt sind. Und hier sieht man zwei kleinere Wohneinheiten mit einer Dreizimmerwohnung, ein Zimmer, ein Zimmer. Es gibt aber auch zwei Zimmer und vier Zimmerwohnungen, wo sich dann die Kids einen Balkon teilen. Ja, wir haben das, wir hätten das wahnsinnig gern gemacht. Wir haben es nicht bekommen, weil das Argument war, dass der Wohnungsbau dem Bestand gegenüber zu hochwertig sei und man hätte Sorge, dass eher jüngere Hamburger in den Wohnungen interessiert seien, als dass man sich dort ergänzt. Ich fand das ziemlich hart als Argument, aber vielleicht auch etwas, was seine Berechtigung hat, wenn man in Siedlungen unterwegs ist. Ein Projekt, was über 12 Jahre ging und eine Wannenfabrik, die von einem Tischler erworben wurde mit seiner Frau, die auch bei ihm eine Tischlerlehre gemacht hat. Und die haben dann diese Wannenfabrik erworben mit der Idee, eine Kommune, eine Wohnkommune zu starten, die auch ein Boardinghaus mit beinhaltet, die Künstlerateliers mit beinhaltet, verschiedene Geschäftigkeiten und vor allen Dingen auch Gewerbeflächen und Wohnanteile. Die ursprüngliche Idee war, hier oben Wohnen aufzudecken. Das Ganze ist aber ein Einzeldenkmal. Und wir haben überlegt, was kann man eigentlich machen? Und Cedric Price mit dem Fun Palace und multifunktionalen, immer wieder sich ändernden Nutzungen war eigentlich ein Punkt, den wir da ganz oft diskutiert haben. Wie kann man das erweitern? Und eben wurde der Brighton Pavilion genannt, da ist er. Wir haben überlegt, können wir nicht eine andere Art von Konstruktion aufsatteln, die mit dieser Moosdorfstraße, dieser sehr schönen Wohnbebauung, die hier vorne lag, korrespondiert. Wir haben dann hier diesen Brighton Pavilion auf eine ehemalige Fuhrhalle aufgesetzt, haben die Dächer nur geringfügig geändert für eine Atelierbelichtung und hier eine Raupe als Belichtung aufgesetzt, um noch mehr Gewerbeflächen zu bekommen und haben gesagt, damit behalten wir doch alles in einer
Nutzungseinheit, während das Wohnen an der Stelle nochmal nachwachsen konnte. Hier sieht man diese Bebauung der Moosdorfstraße, die von dem Erbauer der Wannenfabrik für seine Arbeiter und sein Personal erstellt worden und die mit vielen Dächern innerhalb der Fassade gearbeitet haben. Und so haben wir dieses Ding dazu entwickelt. Das heißt, hier sieht man nochmal im Grundriss unseren Aufsatz mit dem ehemaligen Fuhrpark, mit der Fuhrparkhalle. Dann gibt es hinten eine Skaterbahn. Hier gibt es einen Veranstaltungsraum mit Künstlerateliers, ein Restaurant mit darüberliegendem Boardinghaus. Und dann gibt es einzelne Wohnateliers in den Remisen und das Gewerbe ist separat aufgeteilt. Hier sollten 8 Familien unterkommen in unterschiedlichen Zusammensetzungen mit der Idee, dass man alle 3 Monate rotiert. Ich bin sehr gespannt, ob Sie das durchhalten. Aber es gab sozusagen einen Teil, der öffentlich ist und dann immer wieder unterschiedliche Wohnungen und Modelle zusammenzieht. Teilweise zweigeschossig, man konnte von den Wohnräumen in untere Etagen schauen und am Ende gibt es auch noch einen Weg aufs Dach. Da auch diese Fuhrparkhalle unter Denkmalschutz stand, insbesondere die Stahldachkonstruktion, haben wir Stützen entwickelt als YH-Träger, die H-förmig hier in der Ansicht sind und im Schnitt geht hier oben ein Y auf, das diese Stahlträger umfasst, dann eine Platte trägt und dann ist ein reiner Holzbau oben aufgesetzt. Der Bauherr brauchte unbedingt noch eine Skaterball. Da das Projekt 12 Jahre ging, ist er jetzt ein bisschen rausgewachsen. Aber in jedem Fall, wir hatten im letzten, hier sieht man nochmal diese Veranstaltungshalle mit den anschließenden Ateliers. Und dann ging es auf der Baustelle tatsächlich irgendwann los, den Trägern hier dann geschmückt fürs Richtfest. Der Holzbau ist auch schon aufgesattelt, die Bauherren ganz glücklich. Das sind die Pläne zum Holzbau. Und mittlerweile ist Einzug und dann können wir dazu auch Fotos machen. Party. Können Sie noch? Ja? Okay, dann würde ich noch in Berlin bleiben. Dort auch 2015 parallel zur Corinner Straße, das war das erste Projekt, das ich gezeigt habe, sind Freunde auf mich zugekommen. Das sind 2 Schweizer Jungs, die sind eigentlich zu viert, aber haben zu viert eine Firma gegründet und die beiden kümmern sich um die Immobilie und das sind Filmproduzenten. Und die haben eigentlich dieses letzte unangetastete Gebäude erworben in Berlin-Mitte. Also hier ist die Volksbühne. Und das ist die Schönhauser Allee und das Nachbargrundstück war leer und da standen nur so Kulturcontainer drauf. Und dann hat dieser Nachbar gesagt, er will bauen. Und dann hieß es für die, wenn wir irgendwie da hinten auf das ehemals zerbombte Quergebäude mit Seitenflügel noch was stellen müssen, muss man ganz schnell reagieren. Das ist das Gebäude von vorne, auch ein Einzeldenkmal, ehemals eine Seifenfabrik. Mit 2 Höfen und wir gehen durch und das, was das Haus ausgemacht hat, ist eigentlich dieser morbide Charme, den das Ganze hatte. Allerdings war die Rückfassade sehr angegriffen durch die starke Temperatur, die das Feuer ausgelöst hat, sind teilweise die glasierten Ziegel abgesprungen und die Bewitterung hat dann ihr Übriges über die Jahre gemacht, sodass wir so ein bisschen ein Rätsel hatten, was machen wir? Wir haben vorgeschlagen, den ersten Hof zu öffnen, weil er komplett unterbaut war als Seifenlager
und eine großartige Fläche darstellte und dass man eine Art Tiefgarten diesem ersten Hof gibt und ansonsten nichts macht. Im zweiten Hof wollten wir gerne diesen Senkgarten weiterführen und haben die Bauherren überredet, keine Tiefgarage zu bauen, weil wir ja in Mitte sind, also zentraler geht's fast nicht. Und deswegen eine Fahrradgarage zu bauen mit einer Fahrradrampe, die so ein bisschen an diesen Pinguin-Pavillon im London Zoo erinnert. Ich habe es selbst gemacht, bin runtergefahren, es geht. Man zerschellt nicht an der Wand. Und dann muss natürlich ein Kino unterkommen. Und neben dem Kino dieser Veranstaltungsraum, der zu nutzen war. Und ansonsten war die Idee, dort Start-ups anzusiedeln. Wir hatten den Luxus, dass wir uns an die Gebäudehöhen des ersten Quergebäudes anschließen konnten und haben die komplette Erschließung in den Seitenflügel gesteckt und dann die Büros in einem leichten Split erschlossen, der dem Raum des Kinos geschuldet ist. Das heißt, man kommt ebenerdig rein und hat dann tatsächlich hier Stufen. Auch die WCs sind alle auf der unteren Ebene. Und dann gibt es sozusagen eine Verschiebung. Die Abtreppung ist den Abstandflächen geschuldet. Und wir haben auf der Ostseite sozusagen Austritt-Pflanzbalkone angesetzt, die keine begehbaren Balkone sind, aber doch zumindest vor jedem Büro bodentief einen Pflanzbalkon haben. Während auf der anderen Seite, hier sind die Fenster bodentief mit Sturz, während sie hier Brüstung haben, aber gleiche Höhe an Belichtung zum Hof. Die Denkmalpflege konnten wir überzeugen, dass wir dieses Loch im ersten Hof machen dürfen. Und dann waren das erste Visualisierung 2016 mit der Tiefgarage und dem Senkgarten, dem Veranstaltungsraum unten, dem Kino, unsere Darstellung in einer Bar vor dem Kino, der sehr großzügigen Erschließung dieser Büroräume und dann dieses Split-Level mit den rückliegenden Gärten. Und im vierten OG gibt es so einen besonderen Raum, der dann offen oder über eine Verglasung getrennt zu einer kleinen Bibliothek und Küche funktioniert. Wir haben dann dort ziemlich aufgeräumt auf der Baustelle und abgegraben. Es kam raus, dass wir den Bestand in Teilen unterfangen mussten. Das heißt, dann ist auch der Hofboden dem zum Opfer gefallen. Das heißt, wir haben da noch ein bisschen Höhe generieren können. Dann ist die Rampe gebaut. Also jetzt ist es fertig. Aber wir konnten keine Fotos machen, weil nächste Woche ist die Berlinale in Berlin und die sind natürlich in hoher Aufregung und das wäre nur die Woche jetzt gewesen, wo wir hätten Fotos machen können. Die kommen nach. Aber so sind es immer noch die Baustellenfotos von der Tiefe der Büroflächen. Wir sind stützenfrei. Und auch da muss man sich die Frage stellen, das ist 2015 entwickeltes Projekt. Ich glaube, so würden wir heute nicht mehr denken dürfen. Das sind Schweizer Bauherren, die haben sich unbedingt einen Stahlbetonbau gewünscht. Das wäre etwas, was man heute möglicherweise anzweifeln würde. Und wir würden jetzt vermutlich eher Holzstützen hier vorschlagen mit Holzdecken, hier konnten wir uns leisten, vorgespannte Stahlbetonträger 18 Meter breit, fast Parzellen weit zu spannen. Einzig der zweite Rettungsweg ist hierhinter versteckt und auf der gegenüberliegenden Seite die Nebenräume. Die Räume sind zwar sehr großzügig jetzt noch, aber ein bisschen schluckt muss man schon. Die Rampe. Und ich glaube, damit bin ich fast am Ende. Soll ich das nochmal? Ja, okay. Dann würde ich einmal nach Düsseldorf springen, und zwar nach Gerresheim und an die Akademie. Wir
ich bin seit 2019 dort an der Baukunst und es ist eine Wahnsinnsfreude, dort intensiv mit einer kleinen Gruppe Studierenden arbeiten zu können. Und als ich dort angefangen habe, habe ich mir gewünscht, dass ich unbedingt ein 1:1-Projekt machen möchte. Ob das nicht möglich wäre, innerhalb eines Jahresrhythmus immer was zu bauen. Und dann bin ich erstmal beschwichtigt worden und dann kam Corona, meine Chance. Weil nichts ging mehr und wir haben uns dann heimlich getroffen und auch nicht in der Akademie, die war dann geschlossen. Es kam nämlich in der Zwischenzeit ein Zufall zustande, dass die Bezirksbürgermeisterin von Gerresheim, die ich in einer Jury getroffen habe, gesagt hat, Mensch, du bist doch an der Akademie und bei uns bricht hier alles zusammen, die große Glasmanufaktur, die über Jahre Gerresheim beschäftigt hat, ist vor 8 Jahren weggegangen und seitdem ist ein Sozialschwund dort und die haben ganz große Schwierigkeiten, diese südliche Geschäftsstraße, Hauptgeschäftsmeile dort intakt und am Leben zu halten. Und dann haben wir uns das angeguckt und tatsächlich jeder zweite Laden war leer. Und es war aber trotzdem so eine tolle Stimmung, weil es sehr italienisch geprägt ist, über viele Fremdarbeiter, die in den 50er Jahren dort in diese Glasmanufaktur gingen. Alle standen draußen vor 3 Cafés, also eigentlich 12 Stunden lang. Und man hat sich einfach dazugestellt und die Studierenden haben es geliebt. Und wir haben den Waschsalon bekommen, der leer stand. Der Vermieter hat gesagt, ob ihr da jetzt drin seid oder niemand, das ist dann auch egal. Und dann hat die Bürgermeisterin sich noch eingesetzt. Und dann haben wir dort ein Dreivierteljahr überlegt, was können wir eigentlich tun? Was ist eigentlich diese urbane Verpflichtung, die wir vielleicht auch haben, Dinge aufzuzeigen, zu diskutieren und zwar dann auch mit allen Beteiligten, sowohl mit Anwohnern, aber auch mit Vermietern und vor allen Dingen auch mit der Politik. Dies zum Anlass genommen, haben wir an verschiedenen Standorten versucht einzuwirken. Es gab ganz unterschiedliche Modelle, zum Beispiel es gab ein Stuhlprojekt, das sind diese ganz einfachen weißen Plastikstühle, die überall vor Cafés stehen und 2 Studentinnen von mir haben die in die Stadt gestellt, immer mit einem Kuvert an einen lokalen Platz, an dieser Heierstraße und in diesem Kuvert waren 5 Bändchen drin in verschiedenen Farben und jeder, der dieses Projekt hieß Platz nehmen. Jeder, der den Platz genommen hat, musste, um sich dort an dem Stuhl zu manifestieren, ein Bändchen verflechten in den Stuhl oder an die Lehne. Dann gab es eine EM, die dort stattgefunden hat. Der Platz war irre belegt und es gab ein Gewitter. Alle haben diese Stühle verwendet und die Stühle waren von oben bis unten mit diesen Bändchen versehen. Und man hat die vor dem Gewitter dann zusammengestellt unter einer Markise. Und irgendwie war das für alle so berührend, dass man sich gekümmert hat in dem öffentlichen Raum und dass die nicht irgendwie alle da rumlagen. Und so ging das eigentlich durch, dass es verschiedene Projekte gab. Das Wichtigste war, einen Placemaker zu entwickeln, wo alle zusammenkommen können sollten. Und wir haben das The Circus genannt. Und das haben auch 2 Studenten bei mir entwickelt. Alexander Horbach und Sascha, die inklusive Baugenehmigung, Sponsorensammlung wirklich sensationell an diesem Projekt gearbeitet haben. Dieser Pavillon durfte vor eine ehemalige Unfallkasse gesetzt werden. Ein 2. Platz, das ist der, hier ist das Stuhlprojekt, das ist der Rote Platz mit dem Kaffeetreffpunkt. Und dann gab es noch eine Nachtigallstraße, in der ein temporärer Markt als Shared Space untergebracht werden sollte. Wir haben dann im Waschsalon verschiedene Veranstaltungen und Diskussionen geführt, Projekte diskutiert, Nachbarn eingeladen und sind dann, nachdem wir ein erstes Sponsoring bekommen haben,
über die Stoßstiftung. Da konnten wir so ein Material einkaufen, das wir dann nicht bezahlen mussten, weil wir unser ganzes Holz über Abbruch generiert haben. Wir haben mit Abbruchunternehmen in Düsseldorf gearbeitet. Da kam immer 2 Tage vorher ein Anruf, morgen Dachstuhl in der sowieso Straße. Wollt ihr nicht, waren dann alle vor Ort. Und das haben wir noch ein Fuhrunternehmen gewinnen können, das dann das abgebrochene Holz zur Akademie fuhr. Die Akademie hat sich sehr geärgert, weil vor ihr immer mehr Holz aufgetürmt wurde. Und das haben wir dann zu einer, zum Abbindewerk gebracht. Und da wurde 14 Tage intensiv gearbeitet. Alle 20 Studierende waren dort, haben im Bach gebadet und gezeltet. Und dann haben wir hier den Abbund machen können und so einen ersten Probeaufbau. Dann sind wir für die Unfallkasse gezogen. Und dann wurde es ernst und es wurde aufgebaut, das technische Hilfswerk kam, hat Sandsäcke geliefert, damit das statisch auch nicht wegfliegt. Und dann wurde es verkleidet. Wir haben einen namhaften Sonnenschirmhersteller gewinnen können, der uns einen feuerfesten Stoff gesponsert hat. Und haben dann ein Programm gemacht und es gab jeden Abend Programm über einen Monat und unterschiedlichste Veranstaltungen, Kinderspiele wurden veranstaltet, Filmabende gemacht, mit der Politik diskutiert und gestritten und wir haben auch Museumsdirektoren gewinnen können, die dort über Kunst im öffentlichen Raum diskutiert haben und ja, das waren eigentlich die Veranstaltungen zu diesem Common Ground Projekt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das mit den Studierenden wirklich so eng zu entwickeln. Und der ist dann nochmal umgezogen zum letzten Sommerrundgang vor die Akademie, wo wir dann nochmal zeigen konnten, was ist eigentlich in dem Stadtteil Gerresheim passiert. Und da sind natürlich auch die Stühle wieder mitgekommen. So, und jetzt habe ich es aber, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Ja, lieber Thomas Krüger, vielen Dank. Wir haben wirklich sehr viel Geschichten gehört, aus denen Häuser gebaut wurden. Was ist das Wichtigste? Die Auftraggeber, man merkte es, sind dem Projekt immer sehr innig verbunden gewesen. Das ist, glaube ich, wohl eine Voraussetzung bei diesen Projekten, oder? Dass es eine ganz enge Zusammenarbeit gibt zwischen den Auftraggebern und dem Architekten. Ich glaube, das ist, wir sind ja in so einer Nische groß geworden mit privateren Bauherren und das ist fast schon eine Bedingung, dass das wirklich gut funktioniert und dass man Freude dabei hat, das zusammen zu machen. Das Übliche begleitet uns natürlich auch. Kosten explodieren. Die Corinna Straße hat unter anderem so lange gedauert, weil wir auch nicht mehr die Handwerker gefunden haben. Also wir mussten das Bauunternehmen mitten in der Baustelle wechseln, weil das einfach nicht mehr ging. Und das heißt, man musste zusammen da ganz schön viel auch durchstehen. Und ich glaube sozusagen, der Glaube an das, dass es am Ende doch was wird, hat dann immer geholfen, das weiterzumachen. Und so war das vielleicht auch bei den kleinen Projekten, noch ein Satz dazu, Fergitz, auch da, trotz dass wir ahnten, dass es kompliziert wird, hat es einfach 4 Jahre gedauert, diese Scheune zu bauen. Und das muss man, glaube ich, auch als Bauherr erstmal leisten können. Und, ja. Also das große Wort des Vertrauens ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man da eine ganz enge Beziehung hat, Auftraggeber, Architekt. Wenn man die Projekte sieht, dann sind sie natürlich sehr bildhaft und man sieht den Kontext des Ortes. Aber es gibt immer auch ganz viel Souvenirs.
Round the World. Viel mitgebracht aus der Architekturgeschichte, aus verschiedenen kulturellen Hintergründen. Und das wird zusammengeschraubt. Also das ist der Kontext vor Ort, aber dann auch alles Fremde, alles, was man vielleicht an Träumen hat für so einen Ort. Du bringst ja immer viel Kontext auch mit. Ja, das sind, wir hatten ja dieses Archiv benannt und ich glaube, die meisten werden sicher Architekten sein hier. Alle haben diese Archive zu Hause, aus denen man schöpft. Und wenn wir ein neues Projekt starten, dann ist das sozusagen so eine Sammelei, wenn man sich guckt, was bringt denn der Ort an sich mit und wie lässt sich der bestmöglich ergänzen oder auch verfremden in einem bestimmten Grad. Das geht so weit, dass man manchmal vor Ort auffällt durch Fremdheit und ein Dorf, ein Haus nicht zum schönsten Haus des Dorfes gehört. Das kann so sein. Ja, wir haben zwischen den Zeilen immer gehört, dass die Projekte manchmal sehr lange dauern. Das macht sie natürlich auch zu sehr intensiven Projekten und mittlerweile sind wir in den neuen 20er Jahren und es klang immer durch, manchmal muss man sich schon genieren oder es gibt neue Parameter. Wie hat sich's verändert? Wie würde man 2013 gebaut haben? Wie baut man 2023 oder wie baut man 2033? Also wo sind da die Entwicklungen? Wie verändert sich die Architektur gerade? Ich glaube, das Bewusstsein für lokale Ressourcen ist sehr viel größer geworden. Man geht nicht mehr so leichtfertig mit Dingen um, die man so im Kopf hat, aber weit herholen muss. Ich glaube, das ist möglicherweise eine Bedingung. Wir haben jetzt ein Haus nochmal, eins in der Uckermark, wo wir dann mit einem lokalen Holzbauer tätig werden. Und aber aus einer anderen Quelle vom Hanfanbau gehört haben und der Verwendung von Hanfkalkstein. Und wir versuchen jetzt den Holzbauer und den Hanfkalk- oder Hanflehmbauer so zusammenzukriegen, dass die vorgefertigten Wandelemente dann entsprechend auch lokal befüllt werden mit Dämmstoffen. Und das geht jetzt noch im kleinen Maßstab, weil diese Anbaugebiete auch nur ein bestimmtes Kontingent erschöpfen können. Andernfalls kommt es dann aus Holland. Das ist eigentlich ziemlich toll, dass man so denkt und dass man das auch immer weiter in den städtischen Maßstab übersetzt. Beim letzten Projekt, dem Zirkus in Düsseldorf-Gerresheim, da haben die Studierenden jede Planungsphase miterlebt und vor allen Dingen auch das selber bauen. Das ist Bedingung, glaube ich, oder? Dass man einfach dieses Handwerkliche auch erlernt, um zu wissen, wie Material wirkt, wie es alte Techniken gibt, die man wieder neu entdeckt vielleicht. Wie wichtig ist das, dieses Wiederentdecken von alten Techniken oder auch Materialien? Also das Besondere an den alten Techniken ist, dass sie einfach sind. Und ich glaube, uns kann auch ein Stück weit geholfen sein, wieder einfacher zu werden und etwas mehr gegen die DIN. Ich darf es traumt mich ja gar nicht zu sagen, aber dass man doch etwas die DIN umschifft mit jetzt nicht Quatschlösungen, aber schon mit einfachen Lösungen und dann möglicherweise auch sich mal in Verzicht übt, weil es am Ende doch auch funktioniert. Ich glaube, dass es wichtiger ist, dass wir eher integral arbeiten mit denen, die vor Ort bauen, mit denen, die planen und mit denen, die sozusagen ihr Fachwissen on top bringen. Und wenn wir das schaffen, an einem runden Tisch zu sitzen, glaube ich, dass unsere Zeit effizienter genutzt werden kann. Und wir sinnvoller agieren, als dass wir alle uns nur in Pflichtübungen erschöpfen, weil es gefordert ist. Ja, HAI fordert einen Punktekatalog ab, um ein Haus zu planen. Das ist für ein Familienhaus gar nicht darstellbar, macht aber auch nicht für einen Mehrgeschosser Sinn.
Und wenn das Vertrauen unter dem Architekten und dem Bauherrn da ist, sollte sich das auch unbedingt übertragen auf die Ausführenden. Also da muss man eng zusammen sein, weil dann ist das Vorgehen transparent und dann kann man auch vereinfachen. Ja, wir haben viele Projekte gesehen, die privater Natur sind. Wie wichtig ist das die Teilnahme an Wettbewerben und auch an größeren Projekten, also ganzen Kulturbauten? Ist das auch im Spektrum des Büros? Ja, unbedingt. Wettbewerben leidenschaftlich gern. Und wir haben das einzig große Projekt, das wir im Moment mit dem öffentlichen Bauherrn haben, ist eine Schule in Hamburg für 1200 Kinder. Und da freuen wir uns sehr. Das ist jetzt auf der Baustelle. Da kann man dann vielleicht in 3 Jahren wieder was zeigen. Ansonsten ist der Reiz des urbanen und städtischen Bauens unbedingt da. Wir hatten etwas Pech mit einem Museum in Porto, was wir just 2010 zur Finanzkrise angefangen haben zu bauen. Es war auch ein internationaler Wettbewerb und dann hat die Regierung aber die nächsten beiden Bauabschnitte untersagt und dann lag das Projekt brach. Aber auch da ist ein anderer Umgang mit professionellen, in Anführungsstrichen öffentlichen Bauherren, ein ganz großartiger und mitunter effizienterer als mit privaten Bauherren. Es wurde die 10-jährige Tochter erwähnt eines Bauherrn, die jetzt auch Architektur studiert. Was muss man der nächsten Generation so mitgeben oder auch den Studierenden, wenn sie Architektur studieren wollen? Ich glaube, es ist immer gut, Hand anzulegen und sich selber zu testen, zu was man Affinität hat. Und weil nur vor dem Rechner oder nur das Rendern selber wird nicht am Ende die große Befriedigung bringen, sondern das Miteinander teamhafte Häuser zu bauen. Ich glaube, das ist. Und viel reisen, oder? Unbedingt. Unbedingt. Vielen Dank, Thomas Kröger. Ja, danke. Ja, wir sind am Ende des Vortrags und da bleibt noch die Information, dass es diese Bescheinigung der Architektenkammer jetzt im Anschluss gibt. Sie wissen, glaube ich, schon wo. Die gibt's immer im Anschluss bei den Kolleginnen und Kollegen. Ja, und ein nächster Termin ist der 27. Februar, also nach Karneval. Alexander Koblitz, auch aus Berlin, wird zu Gast sein. Da freuen wir uns ebenso, Sie alle wieder begrüßen zu können. Herzlichen Dank.